Moin ihr Lieben, David hier von Musik Produktiv auf der Guitar Summit 2019. Neben mir steht Viktor Smolski. Hallo, ich begrüße dich. Hallo zusammen. Schön, dass du da bist. Auch ein Freund des Hauses, würde ich sagen. Gern gesehener Gast. Und du hast ein paar Sachen mit am Start. Ne? Was hast du denn mitgebracht? Ja, ich möchte euch zwei Geheimtipps präsentieren. Das ist wirklich sehr praktische Teile. B-Phaser und so ein kleiner Teil Megapower. Also Idee entstand auf Tour, weil ich viel unterwegs bin. Auf verschiedenen Bühnen, großer Bühnen, kleine Bühnen. Und gibt es so speziell bei kleineren Bühnen ein Problem. Man hat 4x12er, man steht ungefähr so hier und spielt und hört man sehr schlecht. Weil dieser ganze kraftvolle Sound geht zwischen Füße und vernichtet erste Reihe von Fans. Selber kriegt man wenig davon und macht immer lauter, bis sieht man, dass Leute vorne so stehen und oh, jetzt aber genug. Und da gibt es fantastische neue Entwicklung von B-Phaser, was hilft, genau diese Probleme zu eliminieren. Man kann ich vielleicht nehmen, besser. Man stellt das genau vor den Speaker, so dass dieser ganze Klang prallt drauf und wird nach oben geleitet. Und nicht nur nach oben, das wird ein bisschen rechts-links verteilt, weil erst ist sehr praktisch, wenn man davor steht und hört alles, aber was noch praktischer, wenn man läuft so ein bisschen so rechts und links mit Gitarre, möchte so gerade bei Metal ein bisschen Spaß auf der Bühne haben. Und bei 4x12er Box ist immer Problematik, wenn man steht davor, ist brutal laut, ein Meter zur Seite hört man wenig. Und B-Phaser hilft, einfach ganze Klang verteilen auf der Bühne. Man hat ungefähr in diesem Bereich, da wo man normalerweise steht, auch ganze Sound. Und ja, unglaublich praktisch, weil man weitergeht auf größerer Bühne, dann von oberer Speaker kriegt man alles voll mit. Und was auch sehr praktisch, man kennt diese Probleme, 1000 Netzteile, Pedalboards, jeder Pedalchen braucht Strom. Und abgesehen davon, dass dieser Chaos mit Kabel teilweise nervt und Netzteile gehen auch kaputt, Steckdosen gehen kaputt, man kriegt teilweise nicht wirklich sauberer Strom. Weil gibt's, ja, da gibt es schon Leute, welche vermischen gerne Lichtstrom mit unserer Anlage und dann kriegt man bei jeder Flacke, Lichtflacke irgendwelche Geräusche. Und das nächste Problem gibt es, wenn man ständig auf Tour, man braucht sehr viele 9 Volt Batterieblock und ich habe schon erlebt, wo ich ganz neue gekauft, ausgepackt und das war bei Soundcheck schon leer, gelagert bestimmt ein paar Jahre irgendwo. Und dieser Problem wird komplett gelöst mit so einem Powerbank für Pedalboard, heißt Megapower von Falcon One und man bedient mit sehr vielen Möglichkeiten, von 9 bis 24 Volt, also je nach, was man braucht. Und wenn ich auf Tour, das reicht mir ganze Pedalboard so für 5-6 Konzerte. Man legt kurz nach ein paar Stunden wieder voll, man hat hier Anzeige, man sieht ganz genau, wie viel Strom hat man. Und das ist so geil, das ist so praktisch, sicherer, sauberer Strom. Das ist schon mal ziemlich geil. Also gerade diese B-Phaser-Geschichte macht ja total Sinn. Und es ist nicht nur bei 4x12er. Da, zum Beispiel, ich war jetzt kurz mit Orchester auf Tour und ja, ich möchte da nicht unbedingt mit 4x12er auf die Bühne rollen. Da dankt dir niemand. Klassiker kriegen Angst. Und dann habe ich mit Combo gespielt und da ist Problematik noch mehr. Na, man hört einfach nichts. Und mit B-Phaser wird Sound geleitet direkt davor, also sehr, sehr, sehr praktisch. Genau, also es macht gerade in dem Kontext Sinn, aber auch für den Live-Sound ist es gut, ne, damit du nicht diesen krassen Beam hast, was du meinst, und in der ersten Reihe den Leuten da das Trommelfell abschälst. So. Ja. Ne, das ist schon eine sehr sinnige Angelegenheit. Powerbank auch cool, wir haben leider dein Amp nicht da, aber ansonsten stehen auch ein paar andere schöne Engel-Amps. Du bist weiterhin dabei, ne? Ja, ja, es ist ein fantastischer Amp, und, aber ich glaube, dass bei euch im Laden findet man alles. Super Betreuung bei euch war immer schon so, also
Leute, man irgendwelche Fragen, einfach vorbeischauen. Cool, bist du bei der Hausmesse da im November? Ja, ja. Ich bin dabei und dann machen wir weiter. Sehen wir uns wieder. Viktor, vielen Dank. Jetzt schon. Leute, wir sehen uns. Bis zum nächsten Video. Ciao.